Faber-Castell. Jeder kennt diese Marke, glaube ich, der mit Stiften und Farben und mehr zu tun hat. Und wir haben hier den CEO, Stefan Leitz. Schön, dass du die Zeit nehmen konntest, Stefan. Ja, danke für das Interesse. Das ist eines meiner vielen Lieblingsprodukte. Black Edition. Sieht das nicht cool aus? Das sieht total cool aus. Und das ist eine Erfindung, die vor ungefähr 6, 7 Jahren in Brasilien kam. Das Besondere daran ist, das ist eine super soft Mine. Die ist besonders weich, das merkt man bei der Anzeichnung. Der zweite Vorteil, es arbeitet extrem gut auf schwarzem Papier. Deswegen auch Black Edition. Der dritte Punkt, schwarzes Holz sieht cool aus. Und das ganze Konzept, damit haben wir versucht, auch Teenager zu erreichen. Also Menschen, die in einer Altersklasse sind, dass sie sich ein bisschen von diesen Schulen abheben möchten, die sich selbst ausprobieren wollen, die noch nicht genau wissen, macht mir so Zeichnen Spaß. Ich will mir jetzt nicht so ein Premium-Produkt gleich kaufen. Das ist die Positionierung. Und was so faszinierend ist, eine Idee, die in einem Land geboren wurde, wie die durch die Welt reist und dann auch wirklich überall erfolgreich ist. Welcome here at the Keskin booth where we meet Becking Keskin. Hi. Yeah. Hello, nice to meet you. Nice to meet you as well. Welcome. You got so many nice products. Thank you. Where is this company based? I want to know. Where do you come from? It is based in Istanbul, Turkey. Yeah, and we have some paper stationery items focused on school children and also office, some gift bags, stickers. We do have some nice sketch pads, and we really do have some nice colored high-end journals. It is sustainable, so we do have a vegan leather over here for our high-end customers as well. But we do have energetic colors, so to say. So vegan leather. Yeah. This is vegan leather. We are here starting from the first version of Insights X. I really love coming over here. I love attending this fair, meeting with our friends over here. So it's really nice to be here.